Auf einer Bank saßen drei Männer, alle drei hießen Josef, bis auf Karl, der hieß Peter. Das ergibt nicht mehr Sinn. Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars Challenge. Mit dabei ist Chris, guten Morgen. Und zwar machen wir heute die Flachwitz-Challenge. Habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gesehen, ich weiß gerade nicht wo, ist er auch eigentlich scheißegal. Das Prinzip ist ganz einfach, wenn ich einmal sterbe, lesen wir abwechselnd einen Witz vor, einen Flachwitz. Chris kann leider nicht mitspielen heute, weil er eine scheiß Maus hat, die ein bisschen kaputt ist, ne? Ja gut, die habe ich schon seit 8 Jahren. Ja gut. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich hoffe ich kann jetzt hier 8x1 gewinnen. Ich bin natürlich kein 8x1-Schwitzer, ich habe echt keinen Plan davon. Wir werden sehen. Eigentlich hätte ich specken sollen, das finde ich ein bisschen... Naja, ja, specken ist ja eh verboten, von daher... Kann ich auch nicht sagen. Ja, einfach nur, damit ich sehe, wenn du stirbst. Ja, stimmt, ja. Naja, wie auch immer. Ich one-stack erstmal zum Gegner. Da kommt er auch schon zu mir, oder was? Natürlich. Schwitzer, Alter. Richtiger Schwitzer. Ja, ich bin schon mal erstmal tot. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Also, da kann ich echt noch nicht, Alter. Parkplätzchen, ja gut. Okay. Ich esse auch gerne Parkplätzchen. Mann, dieser Fliege, dieser Lappen, das steckt jetzt schon wieder hoch, weißt du? Wo bin ich denn gelandet? Ich dachte selbst. Ja, sieht so aus. Ach komm, nein, ich bin schon wieder tot, Mann. Was macht ein Steak unter dem Sofa? Sich verstaken. Den kann ich zwar schon irgendwo her, aber. Ja, irgendwie kann ich den auch. Ja, versteck dich mal ein bisschen. Na toll, Mann, dieser Typ ist zu gut für mich. Ich werde sowas von verlieren, ich weiß dir. Ja, nein, schon wieder tot. Boah. Wie heißt der Spanier ohne Auto Carlos aufpacken? Den wollte ich gar nicht verlieren, den kennt man ja so. Den kennt man ja. Ich will schauen, wo ich den rüber vorlesen. Ja, ich habe gar keine vorbereitet. Ich schau dir immer ganz spontan an, damit ich auch nicht gespoilert werde. Also, sonst wäre es irgendwie auch langweilig. Ja. Da habe ich ihn down. Kann es was werden für mich? Flieg jetzt. Da ist das Bestchen drin, Alter. Sick. Geht doch. Dann nehme ich meine Rüstung oder so was mit. Vielleicht eine bessere Pickel. Das kann natürlich was werden. Vorne ist weiß, glaube ich. Weiß hat noch ein Bett, das ist gut. Dann schauen wir da gerne mal vorbei. Alter, wie die Betten hier weggehen, das glaubst du gar nicht. Oh mein Gott. Mach Hex aus grün. Ne, Hex jetzt sein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Noch drei Betten. Ich, blau und weiß. Das kann ja echt noch was werden hier. Das kann ja echt noch was werden. Da ist nächste Bett drin. Sick auf jeden Fall. Das Problem ist, der Blau hat direkt neben mir seine Base hat. Muss ich ein bisschen aufpassen. Da haben wir den Weißen auch noch gleich down. Alter, was ist das für eine krasse Runde? Erstmal sterbe ich jetzt. Was ist weiß und fliegt? Die Biene Mayo. Ja, lustig ist anders. Biene Mayo. Naja, erstmal kurz Bettchen einbauen. Leute, wenn ihr euch sowas gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr eine Idee habt für eine andere Challenge, schreibt es auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da werde ich mir mal ein paar schöne Challenges raussuchen von euch, die ich dann gerne mal spielen kann. So, jetzt kommt der Typ auf mich. Fuck it, Mann. Fuck it. Soll ich mir ein Schwert machen? Ich glaube ja. Oh, ein Schwert. Hab ihn weggeknüppelt. Easy. Da kam volle Kuh an, Mann, dieser Typ. Was ist los? Fuck, Mann. Du bist noch da, Chris, ne? Ja, ich bin noch da. Ah, wunderbar. Ja, Mensch. Es könnte noch was werden. Es könnte echt was werden, die Runde. Ja, letzten habe ich gerade vorgelesen. Jo. Jetzt muss ich noch einen Typ hier killen. Nein, ich bin tot. Was macht eine Bombe im Bordell? Der Maul, Junge. Halt einfach der Maul. Ich kann dich doch nicht. Ach, den kanntest du noch nicht? Doch, ich schon, aber ich lach trotzdem gerne. Oh mein Gott, wie geil.
Jetzt nehme ich den nächsten, den nehme ich dann einfach random irgendwie. Nein! Ich bin dran, fuck it. Was ist gelb und schießt um die Ecke? Eine Banone. Eine Banone. Wegen Banane und Kanone, ne? Für die Dummen. Für dich, Chris. Dass du es auch verstehst. Ich weiß schon, ich hab den hier auch. Ach so. Ach Mensch. Ja, wo ist er denn jetzt hier, der Gegner? Ah, der campt da unten. Dein Ernst jetzt? Sein Scheiß Ernst? Ich bin schon wieder tot. Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spanner nass. Was? Eine Spanner nass? Oh mein Gott, Alter. Wie geil ist das denn? Ich feiere die Challenge jetzt schon. Ist richtig sick, würde ich sagen. Die ist richtig nice. Gefällt mir. Junge, schon wieder, Mann! Auf einer Bank saßen drei Männer. Alle drei hießen Josef, bis auf Karl. Der hieß Peter. Das ergibt nicht mehr Sinn. Das ergibt keinen Sinn. What the fuck, Alter. Oh mein Gott, einmal Gegner, der verkennt sich immer wieder an derselben Stelle. Das ist so ein Lappen. Er ist nicht mehr da. Jetzt kommt er raus, oder was? Nö, er tut nur so. Der faked es nur. It's a fake prank. Fake prank. Ich hab den ganz kurz eingebaut in seiner scheiß Campingstelle. Da ist das Bettchen weg. Er rettet euch zu mir, ich sterb einmal kurz, du bist dran. Glaube ich, oder? Das ist grün schlau und stellt viele Fragen. Günther Lauch. Günther Lauch, so, so. Oh mein Gott, ich hab ihn down, Leute. Was habt ihr jetzt First Try gewonnen? First Try gewonnen in 8x1. Ich kann das normalerweise echt nicht gut. 3 Kills in 3 Betten. Und das sind 6,5 Minuten, das geht ja voll klar. Sick, Alter, ja läuft. Leute, lasst gerne ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne weitere Challenge-Vorschläge in die Kommentare. Ich habe richtig Bock, jetzt ein paar Bad Wars Challenges aufzunehmen. Vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Get Down, aber hauptsächlich Bad Wars natürlich. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Haut rein, meine Freunde. Und ciao.